Lieben, ich bin eigentlich schon fertig mit dem Video, aber ich möchte für euch noch eine Info reinschneiden. Deswegen nehme ich das jetzt im Abspann auf und ihr seht schon die fertige Karte. Und zwar geht es darum, ich weiß nicht genau, wie es sich bei uns entwickelt. Dieses Jahr haben wir eine sehr, sehr große Baustelle im Haus. Die wird mehrere Monate dauern und die geht auch schon seit Dezember. Also da war es zumindest der Beginn gestartet und im Januar eben jetzt geht es so richtig los. Deswegen weiß ich nicht, ob regelmäßig weiter Videos kommen, ob es sporadisch Videos gibt, ob ich eine Videopause einlege oder ob ich nur Videos mache, wo ich nichts quatsche. Also ihr werdet sehen, nur falls ich keine Videos mehr hochlade, dann wisst ihr, was los ist. Also wir haben eine große Baustelle im Haus und ich weiß nicht, wie das mit dem Baulärm ist und mit dem Stressfaktor. Und es kann einfach sein, dass ich eine Videopause einlegen werde. Also dass ihr Bescheid wisst, habe ich mir gedacht, blende ich euch das jetzt im Video noch ein. Ansonsten Bestellungen, E-Mails, ihr könnt mir ganz normal schreiben, alles bleibt wie bisher. Ich bin nicht im Urlaub oder so oder nicht irgendwie nicht erreichbar oder krank, sondern ich habe einfach, ja, wahrscheinlich Baulärm und vielleicht ist mein Stressfaktor erhöht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wollte ich, dass ihr das wisst. Es kann eben sein, dass ich jetzt dann eine Weile keine Videos hochlade und es kann auch sein, dass es ein paar Monate dauert, weil ich eben nicht weiß, wie lange die Baustelle geht. Die wird länger dauern auf jeden Fall. Genau, und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder eine Babykarte zeigen. Die finde ich total süß. Die hat auch so einen kleinen Effekt. Und zwar ist das mit dem tollen Känguru-Set gestaltet. Vielleicht seht ihr es auch im Hintergrund, ist noch so ein bisschen so ein bestickter Rahmen eingebaut und auch hier ist nochmal bestickt. Und wenn man hier vorne beim Känguru ein bisschen am Ohr zieht, kommt da Hallo Baby raus. Hallo Baby. Und es ist halt irgendwie total süß, finde ich. Es ist wieder eine typische Karte für mich. Und genau, innen drin kann man auch eine schöne Botschaft unterbringen, weil da steht natürlich noch was, das ist jetzt nur so ein Überkleberchen. Aber ihr seht, hier ist noch das kleine Känguru und die Herzen und ja. Wir gestalten heute einfach eine Glückwunschkarte, eine Babykarte und ja, wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. An Material braucht ihr ein bisschen Grundweiß, ein bisschen Designerpapier und ein bisschen Savanne. Ich habe die Grundweißkarte auf 21 x 14 cm und die lange Seite ist wie immer gefalzt bei 10,5 cm. Habt ihr einfach eine Klappaufkarte, mache ich ganz oft so. Und das Designerpapier hat das Maß 13,5 x 10 cm, ist also einfach mit einer kleinen Mattung außenrum. Ich habe noch ein Reststück Designerpapier, ich weiß aber noch nicht genau, ob ich das benutze oder das. Ich finde, das passt auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, ich werde es jetzt ein bisschen anders machen. Ich nehme jetzt mal dieses Ombrepapier. Das schneide ich mir einfach so ein Stückchen hier raus. Das ist aus der Celebration-Broschüre. Und zwar ist das einmal dieses Papier hier. Das heißt, Ombre hat diese Bestellnummer, bekommt ihr gratis ab einem Bestellwert von 60 Euro. Und das hat eben diesen tollen Farbverlauf in diesen Farben und mit diesen Mustern als Kreis oder eben so ganz natürlich, sage ich jetzt mal, oder einfarbig. Und hat wirklich coole, schöne, frische Farben für mich. Also genau das Richtige für Frühling oder Sommer sogar schon. Das Papier, das ich euch vorher gezeigt habe, ist auch aus der Celebration. Das ist aus dem anderen, aus dem Papierblüten, falls ihr lieber den anderen Kreis verwenden wollt oder falls ihr das andere Papier habt. Und ich verwende auch noch dieses Papier, kunstvoll floral, mit dieser Bestellnummer. Das hat eben diesen tollen, diese tollen Blütendrucke und auf der Rückseite ist es aber total schlicht. Also da habt ihr immer schlichte Designs und auf der anderen Seite sind diese sehr prächtigen Blumenmuster. Das habe ich euch in meiner Auspack-Video mal gezeigt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und Savanne hat diese Bestellnummer. Das brauchen wir auch noch ein bisschen als Restpapier. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los mit Stempeln. Mit den tollen kleinen Kängurus. Und ich schnappe mir da auch gleich das Stempelset Kangaroo & Company. So heißt das Ganze. Bestellnummer blende ich euch ein. Ich habe das große Känguru, dieses kleine Beuteltier natürlich, das kleine Känguru für innen rein und die Herzen und Hello Baby. Und ihr könnt natürlich gucken, ob ihr noch einen Blumenstrauß oder die Herzen auch hinmacht. Die kann man natürlich auch hier vorne einfach mit Herzen hinmachen zum Beispiel oder einen Blumenstrauß oder auch die Geschenke und kann dann hier quasi zum Geburtstag eine Karte gestalten, wenn man da einen anderen Spruch verwendet. Happy for you zum Beispiel, just for you, just a note, the
ist zwar in Englisch, aber ich finde, man kann es verstehen und man kann natürlich auch deutsche Sprüche verwenden. Man muss halt nur gucken, dass man so einen kleinen Spruch hat. Und man macht, kann ja auch nur die Blumen machen, die man rauszieht, zum Beispiel, und innen einen deutschen Spruch mit zum Geburtstag alles Gute oder sowas. Das geht natürlich auch. Dann schnappe ich mir meine Stempelfarbe in Savanne und stempel mir jetzt einfach mal mutig draus los. Gleich mal mit dem großen Känguru. Einmal. Das kleine können wir auch gleich aufstempeln. Das muss man auch ausstanzen. Stellen wir hier auf den Kopf. Und es reicht auch oft so kleines Restpapier. Also ich habe jetzt hier noch so einen Rest, wo ich das Känguru noch aufstempel. Dann habe ich hier einen Rest aus dem Flüsterweiß. Da mache ich mir einmal das Hello Baby und die Herzen drauf. Und die habe ich gedacht, nehme ich in, ich glaube, ich nehme Ziegelrot als Farbe. Ja. Irgendeinen Rotton. Ihr könnt auch Merlot-Rot zum Beispiel, würde ich sich, finde ich, auch ganz gut anbieten. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen dezenter, weil unser Designerpapier ist ja jetzt doch ein bisschen knalliger. Mache ich mal die Herzen und das Hello Baby. Und den Rest stanzen wir dann und können nachher noch stempeln. Und was ich jetzt zuerst mache, bevor ich das ausstanze, ich male mir das noch ein bisschen an. Sorry, ich muss kurz übers Bild greifen. Ich nehme mir jetzt hier tatsächlich so eine Mischung aus Blends und Markern. Muss man aber nicht unbedingt. Also ich kann auch einfach nur Blends nehmen, ist vielleicht sinnvoller. Ich nehme jetzt hier mal Dunkelblütenrosa und Elfenbein, weil ich finde, das sind ganz schöne Farben. Und kann mir jetzt hier meine kleinen Kängurus ein bisschen ausmalen. Aber ich finde tatsächlich, ich bleibe doch bei meinem Marker in Blütenrosa. Der macht noch ein schöneres Rosa. Ich zeige euch gleich den Unterschied. Aber der ist schöner rosa. Der andere wird jetzt aber auch gerade rosa. Vielleicht war ich zu schnell. Also, ihr seht mal, das ist nah. Na gut, also es wird jetzt auch schön rosa. Das hat nur vorher so dunkel ausgeschaut mit dem Marker. Ist egal, was ihr verwendet, was ihr halt habt, nehmt ihr. Ihr könnt natürlich auch mit Holzmalstiften oder mit Aquarellstiften ausmalen. Und das koloriere ich mir jetzt einfach nur mit diesen zwei Farben so ein bisschen an. Gar nicht besonders effektiv. Und es schaut jetzt am Anfang auch ein bisschen dunkel aus, aber es trocknet schön hell ab. Also ich male da jetzt nicht unbedingt tolle Farbverläufe oder so, sondern einfach nur, dass das ein bisschen koloriert ist. Und ich versuche nicht rauszumalen. Aber wenn ich nebenbei immer quatsche, dann lasse ich euch jetzt einfach Musik laufen. Dann wird es hoffentlich schöner. Und weil jetzt schon der Zeitraffer lief, habe ich mir gedacht, ich stanze auch schon mal den ersten Teil aus. Also das habt ihr jetzt noch gesehen. Und ich stanze jetzt auch gleich mit euch noch dieses kleine aus. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr an Stanzsachen. Also das hier wird ausgestanzt. Ich mache noch ein Schild in Weiß. Ups. Wo ist mein Flüsterweiß? Das liegt irgendwo da. Genau, mein Hello Baby muss noch ausgestanzt werden. Und auch die Herzen kann man ausstanzen. Sollte halt gerade sein, ja, so. Also das ist alles in dem Stanzset dabei, das ich euch gleich zeige. Das gehört natürlich zum Känguru. So, und wo ist das Kleine? Ist hier. Genau. So,
Und das Ganze waren jetzt die Stanzformen Känguru. Die haben diese Nummer, aber ich blende es euch auch nochmal schön ein. Da habe ich jetzt das große Känguru, das kleine Känguru, das Beuteltier-Känguru, das Schild und die Herzen ausgestanzt. Und ich nehme jetzt gleich nochmal Stanzformen, und zwar beschwingt, bestickt heißen die mit dieser Nummer. Dann nehme ich mir die zweitgrößte Form raus, und das finde ich eine total schöne Stanzform. Dafür benutze ich noch das Designerpapier und lege mir das hier einfach schön auf, so mit einem schönen Rand, weil das stanzt mir jetzt nicht die Umrahmung, sondern das prägt mir das quasi nur ein. Also ich habe jetzt dann, ich kurbel mir das einmal mal durch, damit ihr das seht, habe jetzt dann hier gleich einen schönen bestickten Hintergrund. Ich war am Anfang verwundert, dass es eben nur prägt, aber das sieht richtig schön aus. Seht ihr das? Und das ist einfach noch so eine kleine Feinheit, auch bei einem, ja, bei einem Hintergrund, der jetzt auch Muster hat, sieht man das trotzdem sehr schön, wenn man das vor sich hat. Und was ich dann noch stanze, ist ein Kreis, damit wir nachher unser Schild da super unterkriegen. Dann nehme ich mir jetzt noch das andere Designerpapier und aus dem Stickmuster nehme ich den zweitgrößten Kreis. Den finde ich, der passt da von der Größe ganz gut. Nur gucken, ob wir mehr Weiß oder mehr Grün haben wollen. Ich glaube, so ist ganz schön, oder? Mal noch ein bisschen hoch. So. Und dann haben wir jetzt nämlich auch schon alle unsere Teile und können ans Zusammenbauen. Okay, also ich habe jetzt alle meine Teile. Was ich jetzt noch mache, ist, ich muss noch ein bisschen nachzeichnen. Mein Känguru muss hier noch ein bisschen verlängert werden. Das schaut immer so krass aus, aber es ist eigentlich gar nicht so wild. Es trocknet dann so schön aus. Mein Herz würde ich jetzt noch anmalen in Merlot. Ich habe jetzt eben nur Merlot, aber die würde ich jetzt noch auskolorieren. Die sind dann für innen. Und da mache ich jetzt ein bisschen mehr Farbverlauf. Also da gehe ich jetzt schon von dem helleren Ton in den dunkleren Ton rein. Das seht ihr jetzt auch gleich. Ich zeige euch das mal kurz hier. Also hell oben, dunkel unten. Und dann vermische ich das Ganze nochmal mit dem helleren Stift. Da hier in der untersten Ecke. Also die Herzen, die trocknen jetzt noch ein bisschen aus, dann werden sie noch ein bisschen schöner. Und ich habe auch vorher den Spruch nicht so ganz schön getroffen, deswegen stemple ich den jetzt einfach nochmal. Den habe ich nicht so schön ausgestanzt. Und den stemple ich mir jetzt einfach nochmal schön auf. Das schaut schon viel besser aus. Und wenn wir schon am Stempeln sind, dann schnappe ich mir auch noch meine Herzen und baue mir die einfach einmal hier oben drauf und auch innen rein in die Karte. Finde ich das auch noch ganz süß, wenn man auch zwei Herzchen reinmacht. Genau. So. Ich glaube, jetzt sind wir mit Stempeln durch. Und jetzt geht es an den Mechanismus von dem Ganzen. Und da habe ich noch so kleine Tipps für euch. Okay. Also ganz als erstes würde ich mir jetzt mal hier mein Designerpapier vorne draufkleben. Ich gehe noch ein bisschen raus mit der Kamera. So. Das mache ich einfach mit Flüssigkleber. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich nehme mir ein Skalpell und ich werde, also in dieser Stanzform mit dem Känguru, da ist schon so ein Schlitz mit eingearbeitet, seht ihr das hier, damit man da dann nachher das Känguru reinsetzen kann oder eben auch mit einer Verlängerung rausziehen kann, so wie wir das jetzt machen. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur so basteln oder ihr könnt, wie gesagt, auch einfach nur die Herzen nehmen und die da reinbauen, als so ein Herzblumenstrauß oder eben den Blumenstrauß oder die Geschenke, da ist ja wirklich viel in dem Set enthalten. Und ich finde, wenn man das Schild hier unten hin macht, also wenn man den anderen Spruch nimmt, dann ist das gar kein Problem. Aber wenn man das Schild hin macht, ist mir der Schlitz ein bisschen zu wenig weit. Und deswegen muss ich den noch ein kleines bisschen vergrößern. Wirklich nicht so viel, aber so ein bisschen, dass es nachher nicht so ruckelt, fand ich, es macht es ein bisschen leichter. Also vorsichtig sein mit einem Skalpell da. Wirklich nur so einen kleinen Schlitzerweiterung reinschneiden. Und dann klebe ich mir mein Schildchen hier an. Und da schnappe ich mir jetzt
ein ganz dünnes Abreißklebeband. Das ist jetzt nicht von Stampin' Up. Ich kann euch den Link unten reinsetzen. Das ist von der Firma Raya. Das ist eben noch ein bisschen dünner als das von Stampin' Up. Und das kann man eben abreißen auch. Da gibt es noch eins, wo man nicht abreißen kann. Das nehme ich auch gleich noch. Da klebe ich mir jetzt einfach dieses kleine Känguru an dieses Schild hin. Und auf die Rückseite, damit es nicht irgendwo hängen bleibt oder ruckelt, nehme ich mir einfach noch das gleiche Klebeband. Nur, wenn man es nicht reißen kann, hat das noch so eine Folie drüber. Und da finde ich, rutscht es sehr schön. Und da mache ich mir das hier so drüber, dass man da nicht irgendwo hängen bleibt. Da könnt ihr aber auch einfach einen Teser zum Beispiel benutzen. Das geht auf jeden Fall auch. Ich muss mir das jetzt noch ein bisschen so abschneiden. Das habe ich nämlich ein bisschen schräg geklebt. Aber so ist da hinten noch so ein bisschen ein Kantenschutz und das flutscht noch ein bisschen besser. Und jetzt probieren wir das mal im Trockenzustand sozusagen, ob das hier schön rutscht und flutscht. Ja, also das ist schon besser, wenn man das ausschneidet. Und ich würde sogar noch ein kleines bisschen mehr machen, damit man das danach wieder schön rausziehen kann. Also da schneide ich noch so ein ganz minimales kleines Eckchen da hinten rein. Also ihr seht, das geht jetzt so ein bisschen über den Arm leider, aber das sieht man nachher nicht mehr so richtig auf der Karte, aber das hilft wirklich sehr, damit es dann schön flutscht. Normalerweise verwendet man ja hierfür diese andere Stanzform, die da dabei ist. Das ist so eine ganz kleine abgerundete, die hier. Und die ist auch ein bisschen schmäler, glaube ich. Also die geht dann noch ein bisschen besser. Und die würde man nachher nicht sehen, weil jetzt sieht man ja hier unten dieses Schild. Und deswegen habe ich mir da gedacht, machen wir hier noch so einen Kreis hin, damit man das Schild dann unter den Kreis stecken kann. Also den sieht man ja auf meiner Beispielkarte nicht. Wenn ich das wieder zurücksteck, seht ihr, verschwindet es ja wunderbar. Deswegen ist dieser Kreis im Hintergrund, schaut natürlich auch schön aus, aber hat auch einen Effekt oder ist auch wichtig, dass man das dann nachher nicht so sieht. Genau, und dafür habe ich es einfach so gemacht. Tatsächlich, da war ich ziemlich frei, dass ich mir da einfach einen Bleistift geschnappt habe und mir dann mit einem Lineal, ich habe es mir schon ungefähr hingelegt, aber jetzt nicht irgendwie ausgemessen oder so, habe mir da einfach so einen Strich hingemacht, der hat ungefähr 1,8 cm. Ich messe nochmal mein Schild nach. Ja, so 1,7. Ich mache den aber so 1,8 und schneide mir jetzt hier auch noch mit dem Skalpell einfach nochmal so einen Schlitz hier rein. Ruhig wirklich so einen kleinen Schlitz schneiden. Also das kann man dann nachher da super rein und raus bauen. Und da ist es immer ganz gut, wenn es wirklich so ein kleiner Schlitz ist und nicht nur ein Schnitt. Aber mit dem Skalpell natürlich immer gut aufpassen. Oder mit dem Cuttermesser. Ich mache noch ein bisschen mehr Schlitz rein. Ich glaube, das sieht man ganz gut, dass das wirklich ein Schlitz ist und nicht nur ein Schnitt. Und jetzt testen wir das mal aus, wie das aussieht, wenn man das hier reinmacht. Das ist noch zu schmal. Dann nehme ich mir dann immer gerne noch die Schere und erweitere mir das noch ein bisschen. So. Und dann testen wir das nochmal. Es ist so ein bisschen Gefummel, muss ich schon zugeben, aber es rentiert sich, weil einfach die Karte dann schön dahinter verschwindet und so sieht es echt super aus und klappt dann auch total gut. Was ich jetzt hier noch als kleinen Tipp habe und was ich jetzt unbedingt noch machen muss, weil sonst kriege ich den hier nicht mehr raus, ich biege mir das jetzt auch schon so ein bisschen, das heißt den Hals, den gehe ich ein bisschen nach hinten und diesen Bauch und diese Hände und so, die tue ich ein bisschen so nach vorne biegen, ganz leicht. Damit das einfach dann perfekt rein und raus passt. Und das werden wir jetzt auch gleich mit dem Ankleben noch ein bisschen vervollständigen. Also hier nochmal kurz testen, ob das wirklich gut durchpasst. Aber das hat genügend Luft, das passt. Ich werde mir nämlich den vorderen Teil hinten mit Dimension Nails bekleben, also mit so Abstandsklebepads. Und zwar, ich mache das tatsächlich, wenn ich das kleine Babykänguru da schon reingebaut habe, weil dann weiß ich genau, wo der Kleber hin darf.
Also auf dem Bauch direkt darf der Kleber. Das verschwindet nämlich dann nachher noch. Also hier darf wirklich der Kleber drauf. Das kommt dann nachher oben drüber. Und hier unten auf die Füße auch noch. Auf den Schwanz könnte man jetzt auch noch so ein Randstück einfach kleben, damit das alles schön absteht. Und ich habe es auf meiner Beispielkarte so gemacht, dass ich den Kreis ganz flach aufgeklebt habe. Das funktioniert wirklich gut. Also wenn ich das auch komplett rausziehe und dann jetzt zum Beispiel nicht weiß, dass da unten noch ein Schlitz ist, kann man das hier so reinstecken, dann sieht man, oh, da passt es nicht ganz. Und dann kann man das wirklich, das rutscht hier richtig in die Form rein. Also das passt hier wirklich perfekt. Also sobald man das so ein bisschen aufrechter hinstellt, klebt es wirklich gut. Deswegen würde ich das jetzt auf meiner Karte hier auch nochmal so machen. Man könnte natürlich auch hier Dimensionals hinten reinkleben, aber vielleicht wird es dann insgesamt zu hoch. Weiß ich jetzt nicht so genau. Was ich jetzt aber noch mit Flüssigkleber hinkleben werde, ist der Hals. Und der Kopf, den beklebe ich gar nicht. Da muss eigentlich gar kein Kleber hin. Also hier mache ich nur so ein bisschen Flüssigkleber drauf und unten sind eben die Dimensionals. Und jetzt wird es ein bisschen spannend und ein bisschen Gefummel. Aber es wird klappen. Ich warne euch nur schon mal vor. Jetzt will ich das nämlich alles zusammen aufkleben und zwar mit meinem kleinen Känguru. Und deswegen haltet euch jetzt das Känguru so, dass es hier nicht anklebt. So, jetzt stecke ich mein Känguru durch meinen Schlitz in meinem Kreis. Und dann kann ich mir nämlich hier mein großes Känguru ankleben. Und das kleine ist gleich mit dabei. Auch den Hals. Und jetzt habe ich hier ein wirklich schönes Känguru. Hier hinten seht ihr nochmal den Mechanismus mit dem Schild. Ich das hochziehe. Ich kann es auch ganz rausziehen und weiß dann trotzdem, wo der Schlitz ist und finde, es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Und jetzt nehme ich mir den Flüssigkleber, lasse das Schild auch unbedingt drin, aber klebe es ja nicht an und klebe mir hier außenrum nochmal ein bisschen Flüssigkleber, damit ich mir das ganze Känguru samt Kreis hier noch schön aufkleben kann. Das mache ich jetzt so ein bisschen nach unten und dann kann man hier das super rausziehen, auch komplett rausmachen und trotzdem findet es wieder den Weg unter den Kreis und man sieht kein Schild unten rausschauen. Das fand ich ziemlich wichtig, irgendwie fand ich das schön. Und jetzt können wir innen rein noch ein bisschen Deko machen, also mein kleines Känguru kommt noch nach innen, das klebe ich mir ganz flach noch auf, dass die Karte nicht zu dick wird. So. Eigentlich wollte ich hier meine kleinen Herzen dann noch so, aber ich irgendwie finde ich sie gar nicht so schön. Ich glaube, ich lasse die weg. Gefällt mir so ganz gut. Und jetzt als allerletztes kommt noch ein kleines Schleifchen. Das finde ich eigentlich noch ganz süß da drauf. Und es ist übrigens von den Farben total neutral gehalten. Also ihr könnt es natürlich auf Jungen und Mädchen anpassen. Aber so mit Gelb und Grün finde ich, ist das eine total neutrale Sache. Und da kann man wirklich, auch wenn man zum Beispiel noch nicht weiß, was es wird oder auch wenn man weiß, dass die Eltern vielleicht nicht so ganz auf Rosa und Blau stehen, sondern auch eher neutral sind, dann kann man die Karte super in diesen Motiven, in diesen Farben basteln. Ja, es wird ja immer kürzer. So, so ist, glaube ich, ganz gut. Also ich habe mir jetzt hier so ein, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ein geflochtenes Leinenband. Falls es es noch gibt, dann ist das die Bestellnummer, aber ich weiß es nicht genau. Aber das fand ich von der Farbe her ganz schön. Und das kann ich mir jetzt einfach mit einem Klebepunkt noch hinten drauf, vorne noch drauf kleben. Einfach hier unten noch hin an die Füße. So. Und dann ist unsere coole Karte fertig. Also ich muss sagen, mir gefällt der Hintergrund tatsächlich besser. Ich dachte erst, der ganz schlichte ist noch schöner, aber ich finde das mit den Strichen noch ganz cool. Das macht sich eigentlich noch ganz gut. Dafür können wir auf diese Karte nur ein bisschen Glitzy anbringen. Aber wir wissen ja nicht, was es wird. Wir warten. Das kann man immer noch machen, wenn man es dann weiß und verschenkt. Also wir testen das Ganze nochmal aus. Hello Baby, finde ich total süß. Passt. Und verschwindet hier wunderbar im Hintergrund und ist echt eine coole Karte, auch mit diesen Bestickten im Hintergrund. Das ist noch so ganz fein. In der Kamera kommt es schlecht raus, aber ich finde, es schaut im Echten noch total süß aus. Und dann innen rein mit dem kleinen Känguru und mit dem Herzen. Einfach eine total süße Babykarte. Und ich liebe das ja, wenn man da irgendwo ziehen kann oder wenn es irgendwas macht, die Karte. Und wenn es so einen kleinen Effekt gibt. Und deswegen ja, hoffe ich, dass euch die Karte genauso gut gefällt wie mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!